Spieler da. Wir spielen Level 6, weil wir es können. Vorsicht. Ja, der muss uns ja erwischen. Ich dachte auch, machst du das jetzt vorsiggy? Nein, reinrennen. Swiggity swoody, I'm coming for that booty. So geht das. Ja. Habe ich... Der Controller ist... Die moderne Controller sind für winzig kleine Finger geformt. Wenn man sich mal anguckt, was man für den NES-Controller, um komfortabel zu spielen, für Pranken brauchte. Also ungefähr so meine... Hand, ich hab große Hände. Nicht große Hände, aber ich habe eigentlich mittelgroße Hände. Sowieso für einen Typen. Ist das eigentlich. So. Ist das. Egal. Sagen wir, ich habe überdurchschnittlich große Hände. Aber immer noch nicht. Aber auf jeden Fall, die Controller sind mir viel zu klein. Die Knöpfe liegen viel zu dicht beieinander. Und ich drücke immer beide gleichzeitig. Ich meine, das kennt man. Voilà. Das wollte ich gerade nicht. Das kennt man aus Mario, wenn man die ganze Zeit B gedrückt halten will und dann A einfach nur zum Springen zusätzlich drückt. Oh, daran kann ich mich noch erinnern. Yeah! Kirby auch. Das hätte man auch normalerweise nur gesehen, wenn es Licht angewiesen wäre, dass da eine Tür ist. Und ich habe den Raum. Ich wollte mir eigentlich das Level angucken, weil ich brauchte halt Inspiration. Ja, das Licht bringt mir jetzt auch was, weil ich, wenn ich den Gegner besiegen will, ich brauchte Inspiration, um... Ja, da sieht man die Tür. Ich brauchte Inspiration, um meine eigenen Level zu erschaffen, deshalb habe ich mich hier einfach umgesehen und da ist mir das durch Zufall aufgefallen. Der Ray Charles Geist mit Sonnenbrille. Ja. Ich dachte, die Schwerttypen könnten ihn abwehren. Wieder hier. So. Ja, jetzt. Ich bin so helle. Aber Bonusleben brauchen wir nicht. Wir haben ja genug davon. Hier ist. Weiß nicht, soll das ein Viech sein? Pinguin oder so? Nee, glaube ich nicht. Ist einfach so, das sieht einfach durch Zufall so aus. Und hoch! Ich bin so schlecht. 300 Punkte immerhin. Hier kommt der Boss. Der Boss, das ist einer von den wenigen Endgegnern, der hat so eine Vorstage, also man muss vor dem Boss noch ein Level durchspielen. Das war bei Mario immer ganz anders, aber das sehen wir später.